probieren wir das jetzt Ganze nochmal, weil es so schön war. Nein! Ich bin zu früh gesprungen. Ist jetzt nicht wahr. Oh Mann, ich mach... Okay, Kommando zurück. Schickt mir keinen Fall mehr Adventure Maps. Ey, im Moment habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Das gibt's nicht. Ein einziges Genre, ein Spiel, das die Lust wirklich so dermaßen wieder versorgen kann. Oder Genre ist es nicht, es ist mehr das Spiel in diesem Genre. Und damit meine ich jetzt nicht diese Pause-Manationen, sondern diese Jump'n'Runs. Boah! Krieg ich's kotzen. Dabei hat es so schön angefangen. Aber egal, Jammern bringt uns jetzt auch nicht weiter. Das, was wir jetzt brauchen, ist... Also, das ist Rekordzeit. Ich muss schon sagen, ich bin richtig gut. Oh fuck, nicht, dass ich gegen das Ding. Okay, hier ist der Block. Nein! Und ich bin tot. Fast. Ich dachte schon fast, ich muss jetzt sterben. Oh mein Gott. Okay. Also nochmal. Geradeaus. Und nicht gegen die Wand springen. Geradeaus springen und dann langsam... Ich hoffe, es klappt. Ach, scheiße! Ich bin schon wieder zu früh gesprungen. Oh, okay, ich muss hier unbedingt in die Third-Person-Sicht wechseln, weil sonst habe ich keine Ahnung, wie weit der eigentlich noch hat bis zu seinem komischen Ende von diesem Block. Und ich springe jedes Mal zu weit. Zu kurz. Das wollen wir jetzt hier nicht. So, hopp. Und dann nochmal und hepp. Dann nochmal und dann hepp. Dann hepp. Warten, bis es runtergeht. Vor und hoch und hepp. So und hepp. So und hepp. Oh, das war knapp. Und hepp. Okay. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Oh. Okay, so funktioniert das also. Das werden wir gleich mal ausprobieren. So ein Double Jump. Ich hoffe, das funktioniert auch. Ich habe so einen Double Jump dummerweise vorher noch nie probiert. Soll anscheinend ganz gut funktionieren. Aber ich habe keine Ahnung, wie weit ich damit komme. Ah, Scheiße! Ah, deshalb drückt man immer Shift. Also, Double Jump funktionieren. Oh Mann, jetzt verreck ich wieder am Anfang. So, okay. Ganz ruhig. Nichts überhasten. Wir haben alle Zeit der Welt. Wenn man mal nicht die ganze Welt meint. Aber wir haben auf alle Fälle viel Zeit. So. Ich wollte ja eigentlich noch was anderes nebenbei mit aufnehmen, aber... Scheiße. Wieso war ich jetzt auf immer so langsam? Das nervt mich jedes Mal. Hopp. Hopp. Okay. Und wieder hopp. Und wieder hopp. Hopp. Uah. Hopp. Okay. Und hopp. Gut. Ah, okay, so geht's auch. Und... Boah, scheiße. Beinahe schief gelaufen. So. Okay, hopp. Man kann Schiff wirklich ein kleines bisschen zur Hilfe benutzen, aber... hopp. Wow, knapp. So. Wir wollen ja nicht bei den kleinen Dingern wieder mit. Aber an sich lässt sich das wirklich auch in einem schnellen Vorhaben machen. Gut. Also ich bin auf alle Fälle nicht zu weit gesprungen. Das ist schon mal sehr gut. Ah! Scheiße. Okay, also nochmal. Och Mann, ey! Ich bin doch zu weit gesprungen. Ich krieg die Krise. Wieso, ey? Jedes Mal. Ich habe schon fast das Gefühl, dass der Rest von dem von der Adventure Map so richtig einfach wird. Aber nee, man muss ja erstmal die Feuerprobe machen. Im wahrsten Sinne des... Was? Fuck, ey, es hat geleckt. Das war jetzt irgendwie scheiße, wenn sowas passiert. Okay, nochmal. Weil es so schön war. Nochmal und hopp.
Was ist jetzt gerade passiert? Okay, ich bin also hip. Gerade ausgesprungen, bin hip. Gerade ausgesprungen. Und dann hat sie auf immer geleckt und ich war tot. Ich mag es nicht, wenn sowas passiert. Hip. Okay, nochmal hip. Nochmal hip. Nochmal hip. Nein! Okay. Jetzt sind wir in der Phase, wo ich bei den, bei allen möglichen kleinen Dingern erstmal verreck. Bevor ich wieder zu Höchstleistungen hochkam, kam, habe da und so weiter. Ich kann dummerweise jetzt auch nicht die ganze Zeit reden, weil ich einfach nur gefrustet bin. Das ist scheiße. Oh Mann, ich will's ein... Oh Gott. Nicht ein was hasse, dann sind das Jump'n'Runs. Kann man so viel verkehrt machen. Da braucht man wirklich immer dieses Timing und... Ich hab's zwar auch ein bisschen mit dem Timing. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass man... dass ich untimbar bin oder so, aber... Es ist nicht ganz so mein... Nein. Und wieder mal zu früh Shift gedrückt. Wunderbar habe ich es gemacht. Wunderbar. Ach, komm schon. Ein einfacher Checkpoint hätte ja schon mal gelangt. Aber nee, man muss es ja lassen. Okay, ich will einfach nur zu diesem Drecksbett da oben. Ah, hep. 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 Ah. Ich war im Block drin. Ich bin jetzt im Block drin. Und jetzt nicht mehr. Hep. Da hatte ich mal eine andere schöne Adventure Map gesehen. Da hat man wenigstens Checkpoints gehabt. Mehr oder weniger in guten Abständen gesetzt, aber immerhin mal halt Checkpoints. Aber okay. Ich meckere jetzt die ganze Zeit. Vor allem bin ich gerade ausgesprungen über das Teil drüber. Der Doppelsprung ist ja mal wirklich ziemlich imbar. Nein! Oh, oh Gott, ich dachte schon fast. Okay, hier ist das Ding. Okay. Oh, oh. Okay, ich muss also ein bisschen weiter oben raus. Nur mal so ein kleines bisschen drüber hüpfen. Wieso klappt das jetzt nicht mehr? Irgendwas läuft jetzt total schief. Ich komme jetzt noch nicht mal auf dieses Ding drüber. Auf dieses Ding drauf. Okay, also ich bin schon mal drauf. Also ich springe jetzt einfach mal. Nein! Och, komm schon! Kann denn das so scheiße schwierig sein, auf einen einfachen, einzigen Scheißblock zu landen? Nein, man knallt jedes Mal vor den Block, springt zu weit... Anstatt einfach mal... Oh, Mann. Aber nee, wir sind ja hier in Minecraft. Ah, krieg ich wieder Anfälle. Aber ich will mich doch nicht so aufregen. Das ist doch so schlecht für meinen Blutdruck. Es ist... Nein, ne? Och, komm. Immer ist er über den scheiß Block drüber. Immer ist er das nicht. Und... Oh, Mann. So eine Ubisoft-Engine mit Altair wäre jetzt auch gar nicht so verkehrt. Wo man einfach nur geradeaus und springen gedrückt lassen muss. Und schon hat man keine Probleme mehr in dem Spiel. Das Lustige ist ja, dass man kann entweder blind überall dann ran langlaufen mit dieser Engine. Oder aber, man macht sich wirklich ja, Gedanken, wo der denn als nächstes seine Hände und Füße da ran tut. Weil das ist immer irgendwie am coolsten. Da kriegt man ein kleines Auge dafür. Die Karten sind zwar sowieso alle im Durchrun-Modus gestaltet, sodass man einfach nur gerade auslaufen kann. Aber, naja, an sich muss man wirklich sagen, schönes Ding. Ahahaha, oh, okay. Versuch Nummer 3. Wenn es jetzt nicht ist, dann mache ich wirklich jetzt erstmal Pause und ich habe keine Lust mehr. Dann mache ich das irgendwann anders weiter, ey. Geht mir das auf den Sack.
Och Mann, ich stand doch auf diesem Drecksblock. Ich hab ducken gedrückt. Normalerweise hätte da gar nicht erst weiterlaufen können, aber nee, da ist irgendwie an dem Block abgerutscht. Alter, was ist das denn? Okay, jetzt ist irgendwie mein Kampfgeist geweckt. Dieser scheiß Block, der will anscheinend nicht, dass man auf ihm drauf landet. Das darf nicht sein. Der Block hat gefälligst zu wollen. Okay. So, und ich darf auf keinen Fall an der scheiß Wand hängen bleiben. Weil die Wand ist mein Verhängnis. So, und auf keinen Fall ein bisschen zu flüssig und voreilig sein, weil man weiß immer, irgendwann geht's schief. Wie zum Beispiel jetzt hätte es gerade dumm ausgehen können. Was es aber auch zum Glück nicht getan hat. Diese Dreckskarte. Vor allen Dingen jetzt hier, zack, 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 zack. Wunderbar rumgerannt. Was? Oh. Oho. Was ist gerade passiert? Ich bin wieder mal über diesen Block drüber gehuppt. Also fast. Was? Nein. Oh. Wenn das noch dümmer ausgeht, falle ich einfach in die Lava. Das wollen wir jetzt nicht. Was? Na, oh Mann, ey, komm schon. Wieso klappt das manchmal, manchmal aber auch nicht? Ha! Okay. Okay. Ich würde jetzt ja wirklich gerne von hier rüberspringen. Einfach so, um zu wissen, aber ich werde wahrscheinlich direkt davor runterfallen. Also gut. Werden wir das Ganze mal ausprobieren hier. Ach, nein! Ey, das ist scheiße, Mann. Ich krieg Aggression. Danach spiele ich Battlefield. Kann ich wenigstens mal ein bisschen was ablassen hier. Ein paar Leute messern. Funktioniert immer easy. Das Schönste bei dem Spiel ist echt zu messern. Ah, Dreck. Ich wollte eigentlich bei dieser Leiter ausprobieren, ob man, wenn man Shift gedrückt hat und nach unten drückt, ob man dann immer noch auf der Leiter drauf bleibt oder ob man dann irgendwann runterfällt, weil die Leiter wahrscheinlich kleiner ist als so ein Standard-Quader. Würfel. Fuck, ey. Mein linker Ringfinger schmerzt. Ja, kleiner Finger. Linker kleiner Fingerschmerz, weil ich die ganze Zeit Shift drücken muss. Damit ich ja nirgendwo runter. Oh Gott, das wäre jetzt beinahe dumm ausgefallen. Ich soll das eigentlich lassen und nur nach vorne und nach hinten zum Austarieren benutzen. Das kommt wahrscheinlich besser. Und hier oben immer nach links irgendwie drücken, weil irgendwie funktioniert das auch gut. So, genau. Oben und links gedrückt halten. Da guck mal hier am besten hoch. Nein! Okay. Wieso hat das... Warum? Sag mir Quando. Quando ist, glaube ich, wann und nicht wie viel oder... Ach, egal. So. Hup. Und dann, hup. Also. Und dann, hup. Okay. Und dann, hup. Hup. Runter. Wieder hoch. Wieder hoch. So. Hup. Okay. Das müssen wir ganz mal ohne Shift machen. Dann wird das Ganze nämlich ganz lustig. Wow. Wow. Wow, wow, beinahe runtergefallen, ha. Wow, wirklich beinahe runtergefallen. Okay. Ah, Junge, Junge. Tausende Male, nur im Kreislauf. Das Schlimme ist, dass man die ganze Zeit weiß genau, wo der Haken ist. Okay. Also hier wirklich ganz, ganz dolle doppelt nach hinten drücken. Also nicht doppelt nach hinten, aber ganz, sagt er so, dass man halt. Gut. Aber egal. Ah, okay, gut. Meine Tasten sind noch alle okay. Nein! Was? Oh, Mann. Ich drücke zu oft, zu früh Shift und... Oh. Ist das... Ich sollte es einfach mal lassen, ey. So. Bei Adventure Maps muss man einfach nur doppelt nach vorne drücken. Ey. Oder man bleibt in irgendwelchen... Klötzern oder so hängen. Okay. Boah, knapp. Boah, scheiße. Ich bin an irgendwas festgehangen gerade. An irgendeiner imaginären Wand.